Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokepark wie Pikachus großes. Nee, Quatsch. Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Part Nummer 4. Ja, im letzten Part haben wir hier das Spiel. Ja, hat er gesagt, die Strandzone so ein bisschen hinter uns gelassen oder war die Hafenbezirk so rum? Genau. Ich bin schon wieder für sonst wo. Ist auch schön, dass hier ein Bild sogar gezeigt wird. Und wir sind ja hier dann stehen geblieben. Ich habe mich ja noch gar nicht umgeguckt. Werden auf jeden Fall einige Pokémon rum. Und dann gehen wir am besten erstmal gleich zu Raichu. Und ich glaube, ich muss aber, nachdem ich mit Raichu gequatscht habe, schon mal ganz kurz zurück. Die Musik ist hier toll. Weil ich habe, glaube ich, Scharfax vergessen. Okay, Sonnenbrille. Okay. Bunte Sonnenbrillen mit dem gewissen rebellischen Etwas. Okay. Raichu? Ah, ich bin auf der Suche nach einem würdigen Schüler für meine Attacken. Ah, er bringt mir Attacken bei? Okay. Ich mag deinen entschlossenen Blick. Hättest du Lust, dich einer kurzen Prüfung zu unterziehen, um mein Schüler zu werden? Ja. Alles klar, dann lass uns keine Zeit verlieren. Zuerst wird gekämpft. Ui, du hast aber gute HP-Balken, würde ich mal sagen. Ui, ui. Okay, der setzt Donnerblitz ein oder was? Ich finde es aber wirklich schön, dass man halt wirklich draufhauen muss die ganze Zeit, dass die Pokémon nicht gleich wegfliegen. Uiui. Dass man sozusagen wirklich auch draufschlagen muss. Und ich glaube, das war jetzt ein bisschen mies, weil er ja in der Ecke hang und gefangen war und nicht wegfliegen konnte und man halt dann drauf prügeln konnte. Okay, ja. Sehr schön, du hast bestanden, auch wenn es ein bisschen fies war. Jetzt bist du offiziell mein Schüler. Müsstest du nicht mein Schüler sein, wenn ich dich besiege? Okay. Ich bin jederzeit bereit, wenn du mit dem Training beginnen willst. Oh, bevor ich vergesse, mein Training ist nicht umsonst. Jede Trainingseinheit kostet eine bestimmte Menge an Bären. Welche Trainingseinheit möchtest du absolvieren? Ja, mach mal einfach, oder? Ich meine, wenn wir genug Bären haben. Das macht dann 100 Bären. Alles klar? Alles klar, los geht's. Mir nach. Ist ja wie im ersten Teil so. Oh. Also er blockt. Donnerblitz hat Stufe 1 erreicht. Okay, ausgezeichnet, mein Schüler. Du hast große Fortschritte gemacht. So, ich meine, weil sonst hätten wir ja eh nichts, was wir großartig mit den, mit den Bären machen können. Außer vielleicht irgendwelche anderen Aufgaben, muss ich ja sehen. Ich bin jederzeit bereit, wenn du mit dem Training beginnen willst. Welches Training möchtest du absolvieren? Ich mache halt jede Stufe erstmal auf 1 und dann, ja, passt es ja auch erstmal. Alles klar, los geht's. Dass wir auch alles mal gesehen haben. Pikachu, du bist super stark. Du hast eine Blume gepflückt. Mehr oder minder. Ein Zweifel Stufe 1 erreicht. Sehr schön. Ausgezeichnet, mein Schüler hat das große Fortschritte gemacht. Und es hilft uns ja dann auch so ein bisschen durchs Spiel, weil wir dann auch ein bisschen stärker sind und dann natürlich auch die Möglichkeit haben, besser im Kämpfen klarzukommen. Und der Sprintangriff, damit wir auch generell schneller sind. Jetzt frage ich mich aber auch nur eine Sache, weil ich ja jetzt die ganzen Bären hier ausgebe. Muss ich dann noch Otaro auch noch trainieren irgendwie irgendwo? Das wäre natürlich interessant. Aber das werde ich garantiert dann noch rausfinden. Ui. Achso. Ich werde eben sagen, soll er die fangen? Was hat das jetzt mit Sprintangriff zu tun gehabt? Irgendwie, keine Ahnung. Das war doch auch lieber eher mit Eisenschweif sowas, oder nicht? Okay, keine Ahnung. Das dürfte eigentlich. Was sagt er? Was macht deine Attacken? Ja, du hast mir doch gerade erst beigebracht. Jetzt dürfen wir eigentlich zumindest ein bisschen schneller sein. Warte mal, jetzt möchte ich mal ganz kurz wechseln. Was sagt denn der eigentlich, wenn ich mit Otaro mit dem quatsche? Sein Privatschüler ist schon was. Der bringt Schwung in den Alltag. Ja, okay. Also das ist halt jetzt wirklich, ja, speziell. Vor allem, wenn ich jetzt mit jedem Pokémon auch andere Antworten habe, dann müsste ich ja mit jedem mal quatschen, oder? Je nachdem. Trainingstipps. Wende dich an die Pokémon am Brunnen, um deine Energie oder deine Attacke zu verbessern. Pokémon im Pokepark können sich nicht entwickeln. Ja, das ist klar. Am Brunnen befindest du aber mehrere Pokémon, die dir dabei helfen, deine Fähigkeiten aufzupolieren. Sprich sie an, um mit ihnen zu trainieren. Also läuft ja auch noch irgendwas rum, was Otaro trainiert. Na, Mauzi?
Sie. Oh Gott, haben sie dem eine andere Stimme gegeben? Du kommst mir gerade recht. Ich habe vorhin etwas ganz Tolles gefunden. Hier, ein Glitzerstein. Das ist das perfekte Geschenk. Für 100 Bären wäre ich bereit, ihn abzugeben. Nein, erstmal nicht. Sehr schade, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal wieder was. Ja, ja. Was, ich will mit ihr sprechen? Mit wem möchtest du sprechen? Nicht mit mir? Oh. Ja. Komm, ich spreche mal mit Ordoch. Ich glaube, die scheint ihr Gewicht zu sein. Das kann nicht sein. Oh, ihr wollt also stärker werden? Doch, doch, das kriegen wir hin. Solange ihr nur genügend Energie habt, ist kein Ziel zu weit weg. Wenn ihr möchtet, kann ich euch einen Spezialtraining verpassen, das eure Energie erhöht. Es gibt ja bloß ein klitzekleines Problem. Das Training erfordert eine gewisse sportliche, gewisses sportliches Engagement. Tja, und das führt bei mir wiederum zu chronischen Magenknurren. Ich muss dich also darum bitten, mir als Gegenleistung ein paar Bären zu besorgen. Ja gut, wir machen erstmal Pikachu, oder? Für diese Trainer halbwegs 100 Bären. Einverstanden? Alles klar, dann wollen wir mal loslegen. Ach, der tut meine HP auch steigern. Okay, ja, das macht natürlich dann Sinn. Na, machst du das auch richtig? Oh, doch. Ah, okay. Okay. Perfekt, besser geht's nicht, oder doch? Du solltest jetzt nicht nachlassen, lass uns zusammen weiter trainieren. Oh, doch. Und wir haben sogar gleichzeitig als Freund. Okay, passt doch. Oh! Unratütox, oh Gott. Und Pikachu. Unratütox, ey, dieses Pokémon. Furchtbar. So eine Mülltüte. Und ich glaube, die Weiterentwicklung heißt Deponitox, gell? Oh Mann. Nadu? Vegimak? Ich war eigentlich mit Grinmak und Sodamak verabredet, aber bisher fehlt von beiden jede Spur. Vielleicht haben sie sich ja irgendwo versteckt, um mich zu erschrecken. Ja, das ist leider nicht der Fall. Die haben Kuchen gegessen. Okay, können die ein bisschen Fußball spielen oder was? Yay! Oh. Fliegt aber ganz schön weg, der Ball. Was sind das eigentlich? Starrer... Nee. Keine Ahnung. Ah, da ist ja Ganovil. Ganovil und Rokaiman, so rum. Na, ihr zwei? Na, wenn das nicht Otaro und seine gelbe Spezies sind. Ihr seid also wieder aus dem Wunschpark zurück, was? Was sagt ihr da? Ich soll euch beibringen, wie man das Plakatportal öffnet? Tja, das hättet ihr wohl gern, was? So dumm, aber ich habe keine Ahnung, was dieses Salatportal, von dem ihr da redet, überhaupt ist. Ein Augenblick, Ganovil. Den entschlossenen Blick dieser beiden lese ich ab, dass sie sich nicht so einfach geschlagen geben werden. Um die wieder loszuwerden, müssen wir mit härteren Bandagen kämpfen. Also zeigt mal, was ihr könnt. Wenn ihr gewinnt, verraten wir euch alles, was wir wissen. Abgemacht? Gut, dann kann es ja losgehen. Ja, ich wollte zwar mich schon ein bisschen umgucken, aber das ist auch okay. Mit Elektroattacken kommst du bei diesen Gaunern nicht weit. Sagt der Otaro. Mit Elektroattacken kommst du bei diesen Gaunern nicht weit. Meine Aquaknarre wäre aber bestimmt sehr effektiv gegen die. Die verschiedenen Pokémon-Typen beeinflussen, wie viel Schaden eine Attacke beim Gegner anrichtet. Ein Beispiel. Rokaiman nimmt durch Elektroattacken keinen Schaden. Doch dafür ist er besonders anfällig für Attacken von Typ Wasser. Genauere Informationen zu den Typen Vor- und Nachteilen einzelner Pokémon findest du in jeweiligen Einträgen im Pokepack-Album. Ja. Rokaiman! Na? Rokaiman! Meinst du, du kannst mich besiegen? Oh, müssen sogar beide kämpfen, okay, alles klar. Erstmal schütteln, würde ich mal sagen. Der andere ist schon weg, oder was? Okay, alles klar. Ja, das war... Ganovil war mit einer Attacke schon besiegt, irgendwo hinten. Tja, AOE ist halt von Vorteil. Du hast mich besiegt. Dass du so stark bist, sieht man dir nicht an. Na gut, dann muss ich wohl oder übel mit der Sprache rausrücken. Nein, tu das nicht, Boss. Wenn du ihnen das Geheimnis verrätst, kriegen wir nichts von der Belohnung. Nicht eine müde Bäre. Pah, wenn ich's eins nicht leiden kann, dann sind es schlechte Verlierer. Also gut, jetzt spitzt mal die Öhrchen, Jungs. So eine Göre namens Molimorba hat uns damit beauftragt, alle Pokémon des Hafenbezirks in den Wunschpark zu bringen. Hätten wir gewusst, dass man sie dort gefangen gehalten würde, hätten wir den Job nicht für alle Bären der Welt angenommen.
Um das Plakatportal zu öffnen, müsst ihr euch direkt davor stellen und versuchen, es mit eurer Willenskraft zu öffnen. Je mehr Pokémon euch dabei helfen, desto leichter geht es. Ich hoffe, ihr habt genügend Freunde. Wie ihr an mehreren Freunde kommt, wollt ihr wissen? Tut mir leid, aber auf dumme Fragen antworte ich nicht. Es gibt viele Wege, um mit anderen Pokémon Freundschaft zu schließen. Spiele mit ihnen, fang, kämpf mit ihnen oder sprich sie einfach an. Dass eins klar ist, unser Kampf vorhin war nur eine Übung. Schaffst du es trotzdem nochmal gegen uns zu gewinnen, erkenne ich dich als wahren Sieger an und vermache dir meine Sonnenbrille. Okay. Das nächste Mal kämpfen wir am Gezeitenufer. Ich werde dort auf dich warten. Also lass dir nicht allzu viel Zeit. Bis dann. Seine Sonnenbrille? Oh, doppelte Freundschaft. Hatten wir im ersten Teil auch nicht. Okay, ja. Im Gezeitenufer. Oh, da ist, Traunfugil. Nadu? Traunfugil! Wieder eine andere Stimme, okay. Warum bin ich nur so ein Pechvogel? In turbulenten Zeiten wie diesen wartet an jeder Ecke eindrucksvolle Motive darauf, von einem Fotografen wie mir auf Film gebannt zu werden. Aber ohne Drehmotor streikt jede Kamera. Dabei hatte ich meinen doch, noch als ich vorhin vom Dach aus Panoramaaufnahme gemacht habe, das Wort. Ihr hättet nicht zufällig einen Drehmotor für mich übrig? Nee. Wenn ich doch nur einen Drehmotor hätte. Vielleicht habe ich ihn ja vorhin auf dem Dach verloren. Okay, kleiner Tipp. Ja gut, zeigt mir am besten gleich. Ist dann nur die Frage, wie kommt man da hoch? Aber wir müssen uns natürlich noch ein bisschen umgucken hier. Dap, 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 dap. Die Musik hier. Oh, da ist Unra Tytox. Na du Mülltüte, du. Okay, ihr seid mehr als eins. Oh, Victor Kinger wirft immer jedes Mal, wenn ich zu ihr rüberschaue, einen seltsamen Blick zu. Ich weiß ganz genau, was das zu bedeuten hat. Es besteht kein Zweifel, sie will mich entsorgen, weil ich aus Müll bestehe. Und was sagst du hier? Victor Kinger sagt, ja, ich sag, sie hat noch nicht vor etwas, vor ihn zu entsorgen, oder? Ein bisschen Angst macht sie mir ja schon. Wo ist Picochila? Erstmal die Kiste aufmachen. Ja, Mauzi, willst du mir für 100 Bären sowas verkaufen? Guck mal, ich hab hier einen. So. Aber ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Ich hab einen trockenen Hals von lauter Quatschen, ganz toll. Otaro! Ja, Otaro, es geht gleich weiter. So. Weil die Stadt hier ist ja auch riesig, wenn wir es mal so angucken. Hier komme ich dann vermutlich dann aufs Dach hoch, okay. Aber wo ist denn Picochila? Na, komm, machen wir erstmal das Dach. Das Picochila kann man gleich machen. Bevor ich hier noch dreimal hin und her springe. Oh, da ist, wie ich in einem der letzten Parts geredet habe über Somnian. War das Somnian? Drehmotoren. Ach, das ist ein Standard-Item, aber die braucht die für... Okay. Energiewandler, die sich bei Stromzufuhr zu drehen beginnen. Alles klar. So, ich würde mal ganz kurz zu dem Pokémon darüber. Wenn ich denn darf, ohne runterzufallen. Und da haben wir noch eine Feder links. Somnivora, okay. Vielleicht die Vorentwicklung Somnian? Kann sein. Worüber möchtest du etwas wissen? Traumreisen? Okay. Meine Träume ermöglichen es mir, den Wunschpark zu besuchen. Viele andere Pokémon halten den Wunschpark für Armenmärchen. Aber ich habe ihn schon unzählige Male in meinen Träumen gefunden. Ich bin gerne dazu bereit, das Wissen, das ich bei meinem Aufenthalt dort erworben habe, mit dir zu teilen. Worüber möchtest du etwas wissen? Super. Danke, dass du mir zugehört hast. Ah, okay. Immerhin kriegen wir sie gleich als Freund, gell? Okay. Das scheint irgendwie so ein Collectible zu sein. Also so ein richtiges Collectible in dem Sinne. Na du? Du haust aber wieder ab, wenn ich... Ja, okay, möchtest du hier hinlaufen. Okay. Traunfugil, ich hab was. Ach, da ist ja. Überall Schmutzflecken. Überall Schmutz. Ach so, das ist so ein Sauberling und deswegen ist Unra Tytox als... Ja, okay. Warum bin... Ja gut, der selber Text.
Ja. Drehmotor. Verstanden. Hier haben wir einen. Oh, was sehen meine müden Äuglein? Das ist doch ein Drehmotor, oder? Du bist ja bereit, ihn an mich abzutreten. Das ist aber nett von dir. Vielen lieben Dank. Okay. Und direkt mir Freund. Oh, wo wir gerade dabei sind, weißt du eigentlich, wie man Foto schießt? Um ein Foto zu schießen, musst du Minus drücken, ja. Du kannst dich zwischen zwei Aufnahmemöglichkeiten entscheiden. Entweder du erstellst eine Aufnahme des aktuellen Spielgeschehens, indem du Minus drückst, oder du zeigst mit der Wii-Fernbedienung auf den Schirm und drückst B, um die 360-Grad-Ansicht zu aktivieren, um dann mit Minus ein Foto zu schießen. Wenn du ein interessantes Motiv entdeckt hast, lohnt es sich immer, zur Kamera zu greifen. Schau unbedingt wieder vorbei, wenn du ein paar Fotos geschossen hast. Sieh dir in Traumfugils Fotostudio deine Fotos an oder kopiere sie auf eine SD-Karte. Ja. In dem Speicher der Wii-Konsole passen bis zu 72 Fotos. Ab der 72. Aufnahme wird für jedes neue Foto ein altes gelöscht. Dies kannst du verhindern, indem du alte Fotos auf eine SD-Karte verschiebst. Okay, also das ist halt jetzt nur optional. Das ist nichts so irgendwie Gameplay-spezifisches. So, was ist mit dir? Oh, da hinten ist die Weiterentwicklung von Rock Heimann. Oh. Mach mir Ruhe. Ich hätte etwas mit Ona Tütik zu besprechen, aber der alte Angsthase büxt immer sofort aus, wenn ich ihm zu nahe komme. Du siehst etwa wie jemand aus, der gut mit Sprinten ist. Könntest du nicht mal versuchen, ihn für mich einzufangen? Ja. Was, einfangen? Nicht? Vielen Dank, ich zähle auf dich. Was soll das hier werden? Ich bin weg. Du Mülltüte, du. Ich finde das Pokémon einfach komisch, das ist halt so. Wupp. Hörst du auf? So. Spuckt der einfach mit seinem Müll hier rum. Hm? Es tut mir wirklich leid, wenn ich da irgendwas falsch verstanden habe. Ich tue alles, was du willst, um es wieder gut zu machen. Ich flehe dich an, bitte entsorg mich nicht. Ich bin nur eine Mülltüte. So was Fieses würde ich doch nie tun. Von den Sorgen war keine Rede. Was? Ist das dein Ernst? Natürlich ist das mein Ernst. Du hast etwas verloren und ich wollte es dir zurückgeben. Das ist alles. Hier, ich glaube, das gehört dir. Pass demnächst besser auf deinen Hab und Gut auf. Ich dachte schon, ich hätte dich etwas für immer verloren. Vielen Dank. Ich weiß ja selbst, dass ich es mit meinen Futzwimmel manchmal ein bisschen übertreibe. Aber das heißt doch lange nicht, dass sich bei mir alles wahllos in die Tonne wandert. Oh, tut mir leid. Als ich gemerkt habe, wie du mich aus der Ferne mit diesem seltsamen Blick fixiert hast, habe ich einfach mit der Angst zu tun bekommen. Danke, Freunde. Endlich konnte ich unter Tüte zurückgeben, was ihm gehört. Ja, danke auch von mir. Ich bin heilfroh, dass ich jetzt endlich weiß, wieso Pikachu mir ständig diese seltsamen Blicke zugeworfen hat. Wir müssen unbedingt bald mal Fang spielen. Ich werde meinen Bruder und meine Schwester alles über euch erzählen. Ab jetzt zählen alle Pikachu in Pokébox zu euren Freunden. Also man kriegt ja doch relativ schnell die Freunde, muss ich schon sagen. Vor allem, wenn man halt wirklich zwei auf einmal kriegt, so ein bisschen. So, alles klar. Sehr schön. Ja, die Vögel sind dann auch noch die Sache, weil die hauen ja immer gleich ab. Wobei ich gerne mal wissen würde, wie der heißt. Ah. Ach so, ach ja, das ist Nabitaub, okay, ja. Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Dusselgur, oder nicht? Meine großen Brüder denken Tag ein, Tag aus nur ans Fangen spielen. Kann mir mal jemand erklären, was am Fangen so toll sein soll? Ja, ich? Na schön, dann spielen wir eben eine Runde Fangen zusammen. Ich habe nur leider das falsche Pokémon dafür. So ist es halt, gell? Aber er muss ja nur landen. Na, nicht über Gebäude fliegen. So, alles klar. Bei Kämpfen wäre es natürlich ein bisschen interessanter und der liegt da einfach rum. Ich mach mal was, hab ich denn sauber bei ihm? Pikachu. Fangenspiel macht richtig Laune. Jetzt verstehe ich auch, was meine Brüder alle an diesem Spiel finden. Lass uns Freunde werden. Ich sag auch allen meinen Brüdern Bescheid. Dann werden alle Nabitaub im Pokéball eure Freunde. Also wir räumen gerade wirklich ab, was die Pokémon angeht hier, gell? So, Mauzi, ja, ich glaube, dir muss ich das abkauen, damit du mein Freund wirst, aber das mache ich erst noch nicht.
Wie hieß denn jetzt eigentlich nochmal die Weiterentwicklung von, also Frau Kaimann? Mann, ich hasse es. Ich hasse es, wenn mir das nicht einfällt. Okay. Das macht Geräusch, wenn ich rüberlaufe. Oder, warte mal. Ich muss ganz kurz was überprüfen. Was ganz kurz überprüfen? Nee, okay. Ich habe jetzt eben gedacht, weil es aussieht wie so ein Wasserteil, ob das vielleicht deswegen so ein Geräusch gemacht hat, aber okay. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir doch an manchen Stellen vielleicht irgendwie lernen, größer, höher zu springen. Weil sonst wären ja die Kisten hier nicht so hoch gestapelt. Okay, gucken wir mal weiter. Gott, wenn ich den Namen wieder dann lese, dann... Ich glaube, im Englischen heißt er Krokodil. Krokodil oder so. Also, weil es halt so simpel ist. Egal, wir reden einfach mit ihm. Dann werden wir es ja merken. Hier gibt es viele Wege. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich hier leicht ablenken, klar. Aber ich glaube, das ist hier wieder die Stelle mit den... Ja, genau, da, wo wir die Unratyrix gefunden haben und den Edelstein. Mir geht's blendend. Ja, ja, ist schön für dich. Muss mir nicht hinterherlaufen. Ah, ja, ich glaube, im Englischen hieß er Krokodil und ich werde mich gleich wieder ärgern, wenn ich den Namen sehe. Weil ich es eigentlich wissen müsste. Rabigator. Ah, ja, okay. Das Tor in der Mitte führt in den Flora-Bezirk. Das rechne ich dem. Das rechts in den Felsbezirk und das links in den Rostbezirk. Aber wenn ich eins der Tore für euch öffnen soll, müsst ihr schon einen guten Grund dafür haben. Achso, ich darf da noch gar nicht hin. Na gut, na gut. Da. So, habe ich jetzt noch sonst noch irgendwas übersehen? Irgendwie, irgendwo? Ich meine, klar, ich habe ja noch Schafax im anderen Bezirk. Und wir wissen jetzt natürlich auch, wie wir den Wunschpark wieder betreten. Aber ich möchte trotzdem nicht hier ein Pokémon übersehen. Erst dies, dann das. Ich war eigentlich mit Grinmark und Sommark. Ja gut, okay. Das sagt immer noch dasselbe. Wenn sie sich verstecken würden, dann brauchen sie aber ziemlich lange. So, okay, dann mal rein, Schatz. Ein Fächer, die hatten wir aber schon, gell? Ja. Ist aber auch ganz gut, dass man immer so gleich zwei oder so finden kann, weil ich weiß ja nicht, wie viel man da später brauchen wird. Was das Farmen angeht in dem Sinne. Oder suchen speziell. Und ich habe am Anfang hier, als ich den Park gestartet habe, bin ich an einem Item vorbeigelaufen. Die scheinen irgendwie zufällig zu sein, was hier rumliegt. Und hat den Ball so weit hierher gekickt, okay. Da war ja vorher so eine Kiste und jetzt ist halt wieder so ein Item drin. Kuscheldecken, okay. Mollig, warme und flauschig weiche Decken für Träumer. Okay. Will Somnivora das haben? So, wir müssen ja sowieso zurück. So ist es ja nicht. Ja. Also kann ich dann gleich noch ein bisschen Schafax suchen und dann wird der Part, denke ich, auch mal wieder passend sein. Also wir haben, ja, also es geht relativ schnell, was die Pokémon hier angeht. Muss ich schon sagen. Pikachu, winkst du uns zu? Hey, guck mal, da bin ich. Ich bin Pikachu. Bin ich jetzt hier irgendwo speziell, oder? Ah, okay. Ja, ich bin hier sogar speziell. Wo bin ich denn hier? Ich spiele bis zum Umfallen. Was? Achso. Hier gibt es ja noch viel mehr Pokémon, das ist ja krass. wie heißt du denn nochmal? Ich habe gar keine Ahnung. Kenne ich das überhaupt? Blumen sind so schön. Ich kenne das Pokémon nicht. Lil Minip? Nö, noch nie gehört. Noch nie gesehen. Also zumindest in Pokémon Rumble World gibt es das Pokémon nicht, deswegen. Meine Schwestern lieben es, Fangen zu spielen, aber ich betrachte lieber die schönen Blumen in der Natur. Dennoch verliere ich nicht gern gegen meine jüngeren Schwestern. Es ist so nett, mich ein bisschen zu trainieren. Okay, möchtest du kämpfen? Klasse, aber vergiss bitte nicht, dass ich nicht gerade Wiesel flink bin, wenn du verstehst, was ich meine. Du musst mich also fangen, bevor ich bis zwei gezählt habe, verstanden? Ach so. Ich habe gerade mal zwei Sekunden Zeit.
Das war aber knapp. Obwohl ich sofort wusste, was Sache ist hier. Was los? Der heftige Zusammenprall am Ende hat mich ja mächtig durch die Luft gewirbelt. Ich weiß nicht, ob ich durch das Training besser empfangen worden bin, aber zumindest habe ich so meine erste Flugstunde hinter mich gebracht, richtig? Ein Riesenspaß war es aber auf alle Fälle. Ich werde gleich meinen großen Schwestern von dir erzählen, sodass von nun an alle Lil Minip, des Pokerparks mit dir befreundet sind. Ich weiß dann auch dementsprechend nicht, was für Entwicklungen das Pokémon hat, aber okay, und was haben wir hier? Wenn du unter anderem Pokémon dicke Luft herrschst, kannst du 100 Bären in diese Kassetten ablegen. Hä? Heißt das, man kann schlecht mit Pokémon schlechte Beziehungen haben und dann bezahlt man, wenn man wieder gut ist oder wie oder was? Na, Schafax? Schafax! Hallo, du bist doch ein Freund von Milza, nicht wahr? Hättest du vielleicht Lust auf ein kleines Kämpfchen? Was meinst du? Oh, ich verstehe. Ja, sorry. Du kämpfst nur ungern gegen die Verwandtschaft deiner Freunde, ja? Sag mir einfach Bescheid, wenn du dir jetzt die andere Bege. Ja, sorry, das war aus Versehen. Schafax! So. Super! Aber sieh dich vor, denn du wirst jetzt erstmal meine Beißerchen zu spüren bekommen. Zerfleisch einfach Pikachu. Wär's ja. Na? Wolltest du nicht zubeißen? Kann man eigentlich auch wieder ausweichen? Ja, geht sogar. Okay. Das wurde ihm, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Mit dem Ausweichen. Aber ich finde es natürlich schöner. Cool. Dass man halt hier wirklich so diese. Ja, diese Dynamik hat, dass man auch wirklich ein bisschen abgehen kann. Man kann sogar in alle Richtungen ausweichen. Also ich drücke halt doppelt mit dem Steuerkreuz, damit man halt ausweicht. Aber gut, das ist. Gut zu wissen. Einfach mal niedergemacht hier. meine Attacken haben dich also völlig kalt gelassen, wie? Aber du bist halt nicht umsonst ein Freund von Milza. Du hast mich echt beeindruckt. Lass uns Freunde sein und bald wieder ein Kämpfchen wagen, einverstanden? Schafax. Kommt jetzt noch Maxax hierzu oder so? Nee, okay, alles klar. Also die Höchstentwicklungsstufe. So, da hinten haben wir noch einen Baum. Immer schön die Bäume betrachten. Oh. Da fällt ja ziemlich viel runter. Ui, toll, die kleinen Bären sind eins wert, aber die anderen Bären hier. Ach, das ist eine kaputte Bäre, oder was? Die müffelt. Oh, die riecht nicht gut. Komm, Pikachu, lass liegen hier. Auch interessant. Gibt es da ein Pokémon, das interessiert? Was mit dir hier? Ich möchte nicht immer gegen meine Schwestern beim Laufen verlieren. Trainierst du ein wenig mit mir? Nein. Das will ich ja mal. Ich meine, man muss es ja nur einmal machen, aber warum sind irgendwie alle jetzt irgendwie so... Hey du, lass uns spielen, ja? Lass uns fangen spielen. Sag schon, abgemacht. Nein. Dann halt ein andermal. Okay. Na gut. So, aber ist jetzt hier wirklich zum... Ach, ich wäre hier gar nicht hingekommen, wenn ich nicht von oben hier runtergesprungen wäre. Als hätte ich ja Schafock Blödes suchen können, wenn ich nicht zurückgegangen wäre. Okay. Alles klar, das ist halt nur so ein Runterspringen dann. Okay, alles klar. Hui. Hier die Kiste. Die irgendwie nur zum Spaß da ist. Außer man hebt sie vorher auf. Okay, alles klar. Ja. Man soll doch nicht drauf sitzen bleiben. So, Ganubin wollte noch was. Komm, das machen wir noch einmal. Wobei, nee, wir sind ja schon jetzt schnelle Freunde, oder? Schleich dich, kapiert? Sag mal, benimm dich. Ah, du möchtest alle kämpfen? Nee. Wenn du nichts brauchst, dann schleich dich. Mein schlechter Ruf färbt schnell ab. Oder willst du etwa, dass man dich wegen mir auch für einen Gauner hält? Achso. Okay, alles klar. Gut, dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pikachus großes Abenteuer sehen wollt. Oder von. Warum sind. Ich bin voll bei Pikachus großes Abenteuer hängen geblieben, gell? Bei Pokepark 2 sehen wollt, genau. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.